Als sie hier anfing, konnte sie nicht mal über die Theke schauen. Ich habe keine eigene Tochter, Tom. Ich würde alles für Luigis kleines Mädchen tun. Ich auch. Würden wir alle. Stimmt, Boss. Wir würden alles für die beiden tun. Glauben diese Bastarde, das hier wäre der Lunapark oder sowas? Ich reiß sie eigenhändig in Stücke. Schutz ist unser Geschäft. Aber wer zahlt schon, wenn er hört, dass wir nicht mal unsere eigenen Leute auf dem Heimweg beschützen können? Also, was sollen wir tun? Verpasst ihnen eine Lektion. Brecht ihnen jeden einzelnen Knochen. Macht sie zu Rollstuhlfahrern. Richtet ihre Visagen so schlimm zu, dass ihre Mütter schreien, wenn sie sie sehen. Wo stecken die Kerle? Ein Informant sagt, wir sollten in Chinatown suchen. Dann weiß Big Biff was. Tommy, geh zu Winnie, hol ein paar Sachen. Wir treffen uns bei Biff. Ja, okay. Lasst diese Ratten auf der Straße liegen. Ich will, dass jeder weiß, was wir mit tollwütigen Hunden in unserem Viertel machen. Geht klar, Boss. Ein paar dieser Bastarde könnten noch in der Gegend sein. Ich sehe mich um. Schau, dass sie weg sind, wenn du bei Biff bist. Gute Jagd. Dir auch. Okay, wir treffen uns in Chinatown, wenn du mit Winnie fertig bist. Klar, schlagen wir ein paar Schädel ein. Respektlosen Gammler. Wo ist der Respekt in dieser Stadt, Frank? Kerle rufen Sarah auf der Straße. Ja, sorry, ich habe außersehen weitergedrückt, aber hat die Aufnahme noch nicht angehabt. Hey, regnet. Du fährst jetzt wohin? Ein guter. Ja, in der letzten Folge haben wir Sarah nach Hause begleitet, wie ihr gehört habt, und wurden angegriffen. Haben es aber noch einigermaßen glimpflich überstanden. Jetzt wird es Rache geben. Hey, hey! Brauchst du ein paar Eisen, Tom? Nee, ich bin schon versorgt. Polly und ich müssen ein paar Kerle ordentlich verprügeln. Ich will sowas nicht rausholen. Wir brauchen nur was zum Vermöbeln. Sam hat eine Lagerhalle von einem Typen durchsucht. Wird von Babe Ruth persönlich, sagte der Typ. Ist Blödsinn, aber für sowas reicht's. Sie werden keine Zeit für Fragen haben. Nein, werden sie nicht. Danke, Winnie. Jetzt ordentlich eins auf die Mappe, ey. Triff Polly in Chinatown. Jo, was nehmen wir denn da Schönes? Oh, komm. Wenn wir schon hier unseren eigenen Fuhrpark haben. Ganz gut aus. Ein Samson. Drifter, aha. Ja, ich. Sieht ein bisschen aus wie so ein Impala. Impala ist geil. Sag nur Supernatural. Wer es noch nicht geguckt hat, sollte es gucken. Geile Serie. Ja. Gibt's auf jeden Fall auf Amazon. Na, nun fahre doch mit deiner. Ich hab nur Gas gegeben, ich war noch nicht mal auf der Straße, mein Freund. Oh, 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 ja, Drifter kommt hin. Vor allem beim Regen. Oh ja, oh, 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 ja, Hat man schon weiter da vorne. Mit der Polizei wäre ich ja bestimmt nicht vorbeifahren können, oder? Na los. Danke, dass ihr da lang fahrt. Und Vollgas. Boah, Alter, da drehen die Reifen durch. Weil so ein Motorrad würde mich... Nee, nee. Es hakt bloß manchmal unten auf dem Boden fest, wenn ich Gas gebe. Bitte wie, ich hab dich jetzt akustisch nicht verstanden.
Könnte eigentlich noch ein bisschen besser einparken, aber der lässt mich nicht mehr. Du hättest mich doch eigentlich gleich mitnehmen können, Pauli. Hätten wir Waffen mitgenommen los, und dann... Los, ich bin patschnass. Ach, keine so. Ahnung, warum Biff in so einem Drecksloch wohnt. Lass ihn. Er ist verliebt. Nee. Gelbfieber von den Shanghai-Filmchen, die wir geklaut haben. Ich mag sie jedenfalls. Dein Problem, Tommy? Du bist immer butterweich bei den Ladies. Sieht doch schön hier aus. Wirklich so Chinatown-mäßig. Biffs. Biff, alter Fettsack. Wie geht's dir? Schwindmau, Lutin, du zahlst uns Geld. Dann lass uns unsere ganzen Geld beiseite. Puppe, gut dich zu sehen. Ruf sie zurück, Biff. Geschäftliches. Geh hoch. Bitte. Mujunge Feitai. Also, was gibt's? Wir brauchen Infos. Ein paar Spaßvögel machen Ärger. Haben sich mit Luigis Tochter angelegt. Spaßvögel gibt es viele. Weiter? Eine der Ratten heißt Billy. Hängt mit einer Dumpfbacke und einem haarlosen Schläger rum. Okay, kenne ich. Haben sich in der alten Werkstatt einen Block weiter eingenistet. Handeln manchmal mit Teilen, Kleinkram. Und genau deswegen bin ich hier, Biff. Du bist gut mit Kleinkram. Hinterausgang über die Straße. Ihr findet sie dort. Danke. Man sieht sich. Hey, Poli. Wegen der Kohle. Entspann dich. Ich warte noch auf meinen Kumpel. Nächste Woche einfach abwarten. Hat die etwa Geld geborgt? Verdienst du nicht genug? Was war das da eben? Haben du und Biff was am Laufen? Ich kenne jemand mit einer Lieferung Anzüge. Top-Dinger. Mexikanische. Du bekommst Anzüge aus Mexiko? Nein, du Idiot. Die Anzüge stammen aus einem Lager im Zentrum. Der Schneider stammt aus Mexiko. Jetzt lebt er in Holbrook. Weiß der Don davon? Ja, ja, er bekommt seinen Anteil. Da hört's für dich. Ich hab nichts gehört. Erkennst du die Dreckskerle wieder? Ja. Selbst wenn nicht, müssen wir nur die einzigen Kerle in Chinatown finden, die aussehen wie wir. Da ist es. Na, dann mal gucken, ob wir sie finden. Irgendwo rein. Das Ganze läuft so. Ich gehe rein und teile aus. Du machst dasselbe. Kein Geballer. Hat dich das viel Grips gekostet? Nein, wir machen das oft so. Ich glaube, wir müssen zur Seite rein. Na, dann gehen wir da mal gucken. Schön, wir sind auf die Mappe, ey. Der beste Hintern, den ich je gesehen habe. Oh, oh. Billy, das ist der Kerl von neulich. Wir müssen weg. Volltreffer. Hilfe hier, Jungs, kommt raus! Wir sind da! Nur da! Legt ihr euch nicht mit uns! Was? Wir schlitzen euch auf! Der Schnitzel trinken, ey. Über den Zaun, Tom, bevor sie abhauen. Na klar, los. Lass die Bälle nicht schnappen. Kannst du mal rennen? Ich drück doch schon auf Rennen. Willst nicht rennen, ey. Oh, oh, oh. Ihr werdet hier sterben, wisst ihr das? Auf die Kanone, Tom. Er will's nicht anders. Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich nehme Norden, du Süden. Gut, da wechseln wir doch glatt auf Maus um. Dadurch. Hey, oh, okay, klar. Billy, wir müssen weg, jetzt! Lauf, lauf! Wow. Schon alle weggeknallt hier, oder was? Los doch, ihr Schweine! Heilige Scheiße! Oh, war ich das etwa? Oh, guck mal, hier gibt's noch ein Money. Ja, mach ich. Gleich
Ja, komm hoch mit dem Köpfchen. Geht doch. Mach ich. Schieß drauf los, Tom! Hätte dich letzte Nacht erledigt. Verschwindet hier! Schrotflinte, pass auf! Ja, hab ich mitgekriegt. Denkst du, ihr habt den Typ mit dem Eisen in der Hand nicht gesehen, oder was? Mir mal das kleine Medikit hier. Und hallo, Schrotflinte. Obus 3 Schuss. Hab schon gesehen, wie die Kugel in dem Kopf gelandet ist da. Falsch abgebogen. Bist du irre? Ja, bloß gut habe ich dich noch erwischt, mein Freundchen. Ich mach dich fertig. Seh schon. Sag dir nur eins, so eine Kugel altert schlecht raus. Wie gesagt, ich lade nicht gleich nach, da die Munition, die ich beim Nachladen rausnehme, auch komplett wieder verloren geht. Scheiße, wir müssen zum Wagen, Tom! Hau ab! Da wechseln wir wieder auf den Controller. Los, wir müssen dranbleiben! Vielleicht gib mir Mühe. Boah, das Ding hat ja ein Gewicht da. Vorsicht, Tom, die Straße schwimmt! Ja, ja. Ich hab's der letzte von ihnen. Boah, er fährt sich um die Ecke wie ein Kühlschrank, ey. Los! Na gut. Ich würde sagen, schießen brauchst du, glaube ich, jetzt nicht auf die Entfernung, oder? Alter, die hat eine eingeschränkte Lenkung. Komm, gib Gummi. Da lässt sich wohl jemand richtig ein. Man kann es förmlich hinten aus dem Auspuff tropfen sehen. Ja. Geht mal weg da. Du bestimmt gleich aus von der Seite. Ich wusste es. Schläfst du am Steuer? Na, nur manchmal. Und nur kurz. Wir werden bereuen, Sarah jemals belästigt zu haben, was? Oh, komm schon. Kannst du nicht mal schießen irgendwie so zwischendurch? Ich dachte. Versuchst sie auszuschalten. Glauben wohl, sie könnten abhauen. Boah. Wir haben dich noch nie fahren sehen. Ja, wisst ihr, jetzt tut die Karre so mit durchdrehenden Reifen, jetzt wenn sie übelst Power hat, aber wisst ihr, Beschleunigung wie so ein Kühlschrank. Bastard hat sich selbst zerlegt. Okay, davon erholen Sie sich nicht mehr. Mach ihn alle, Tom. Nein, warte. Bitte. Bitte, ich will nicht sterben.
Mann, Tom. Kein Mitleid für diese Tiere. Der Kerl würde dich doch auch ausknipsen. Du musst sofort abdrücken. Die ist leer. Aber der ist ja sowieso schon platt. Gott, Tom. Reiß dich zusammen. Du weißt, was die mit Sarah machen wollten. Ja. Dachte nur... Hey. Lass uns hier verschwinden, bevor die Cops kommen, ja? Na, ob das so klug war? Auf dem Rücksitz nicht zu beseitigen. Nicht auf Nummer sicher zu gehen. Der kleine Silvio? Wir befürchten das Schlimmste. Er hat Blut gehustet und danach nicht mehr, aber gut ist das nicht. Wenn wir kleine sind, Straße. So, als wäre das nicht passiert. Aber ich kann mir das bald nicht mehr leisten. Nur Glück. Ich gebe dir die Chance für eine Revanche. Machen Sie mit, Boss. Es geht ums Geschäft, Pauli. Jetzt machen wir mit. Einer unserer Männer beim Leichenbeschauer hat das geschickt. Die Leiche heißt Ghilotti. Erkennt ihr ihn? Klar. Eine der Ratten, die wir weggejagt haben. Wie kommt die Kugel in seinen Kopf? Ja, haben ihn gekillt. Die Cops sollten dankbar dafür sein. Der Kerl war ein Vergewaltiger. Ja? Nun, er war auch der Sohn eines Stadtrats. Wenn ihr Politiker in Morellos Arme treiben wollt, geht das am einfachsten über tote Verwandte. Oh Gott. Es wird besser. Der andere Kerl im Wrack? Ja, der war tot, als wir ankamen. War das etwa der Neffe des Präsidenten? Zwei in den Kopf, Pauli. Du solltest deine Arbeit richtig machen. Er hat's geschafft? Ja. Eine Woche in St. Mary's, aber er ist durchgekommen. Wird er einen von euch wiedererkennen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Okay. Gut. Wir erledigen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ghilottis Beerdigung ist heute in St. Michael's. Sam, du bist auch dabei. Du sitzt hinten und hältst nach dem Glückspilz Ausschau. Wie erkenne ich ihn? Er hat sich gerade aus einem Autowrack gerettet. Gebrochener Arm. Schau nach einer Schlinge. Sam wird etwas Ablenkung brauchen, wenn er die Sauerei aufwischt. Tommy soll seinen Pinsel eintauchen? Ein Bordell? Ein Herrenclub, die Straße runter von St. Michael's. Der Don hat im Laufe der Jahre viel Geld dort investiert. Schick mich und Sam. Dennoch hat sich der Besitzer plötzlich entschieden, lieber mit Morello Geschäfte zu machen. Soll ich ihn an seine Verpflichtungen erinnern? Ja. Und dann jagt den Laden in die Luft. Was? Wenn Morello unsere Kunden haben will, hinterlassen wir Krater. Pass auf, Tom. Die Damen dort kennen Pauli und Sam schon viel zu lange. Sie kämen nicht mal durch die Tür, aber du gehst einfach rein. Okay. Was ist mit dem Manager? Kümmer dich vor Ort um ihn. Sollte eine Hure was sehen, dann ist sie gewarnt. Sobald er erledigt ist, gehst du rauf in sein Büro. Greif dir alles an Dokumenten und Geld und dann platzierst du den Sprengstoff. Vincenzo besorgt dir alles, was du brauchst. Und die Explosion ist groß genug für eine Ablenkung? Ja, aber sei schlau. Schieß nur dann, wenn du absolut sicher bist. Tommy, da ist noch was. Eins der Mädchen informiert Morello über unsere Operationen. Bevor du den Laden hochjagst, musst du dich auch um sie kümmern. Tommy soll eine Braut umlegen? Mann, Frank. Das ist einfach Pech, dass Tom das machen muss. Aber wir müssen die Familie beschützen. Sie heißt Michelle. Sie arbeitet in einem der oberen Räume. Ihr Bild ist im Ordner. Haben alle alles verstanden? Ja. Tom. Geht klar, Boss. Dann erledige das. Los, gehen wir.
Oha, unser erster Auftragsmord, sozusagen. Geh zu Winnie. Wir treffen uns dort. Was steht denn da für ein Bild? Oh Mann. Also den Manager müssen wir jetzt killen. Und die Prostituierte. Los, wir haben nicht den ganzen... Hab gehört, du interessierst dich für knallige Sachen. Oh, Silvesterknaller. Noch was, oder? Drück die Mädels von Onkel Vin, ja? Nicht heute, Winnie. Los, da rein. Wird ein mächtiges Badaboom werden. Steig ein. Wir müssen reden. Oh, ich muss nicht fahren. Oh, ich muss doch fahren. Sag das doch. Warte mal kurz. Ich muss dir noch was sagen. Wegen dem Mädchen. Michelle? Ja. Du musst sie nicht ausknipsen. Lass sie nur verschwinden. Kennst du sie? Ja. Ich war ein paar Mal bei ihr. Sie ist in Ordnung, Tom. Nur nicht so helle. Sie hat es nicht verdient, umgelegt zu werden, nur weil sie mir gern zuhört. Wird sie die Stadt verlassen? Wenn sie kapiert, was hier sonst blüht, ja, sie wird gehen. Hier sind 100. Gib sie ihr. Sie soll gehen, weit weg. Okay, Sam. Ich versuche es. Das ist alles. Dann mal los. Ah, ob das so clever ist, ey. Dann fahren wir mal los. Mit unserem Bolt, mit unserem schönen Blitz. Michelle, die von der Rennstrecke, oder? Tom, wir werden nie mehr von ihr sprechen. Nie mehr. Ich habe dir alles gesagt und du hast zugehört. Und dabei belassen wir es. Okay. Okay, Minium. Oh Mann, bin ich ja gespannt. Behalte einen kühlen Kopf im Hotel. Finde die richtige Stelle und verhalte dich unauffällig. Der Manager hält sich für unantastbar. Du kannst einfach zu ihm gehen. Muss ich sonst noch was wissen? Nee, trödel nicht rum. Gilotti ist jung gestorben. Es kann also nicht viel zu sagen geben. Wenn die Bombe hochgeht, lege ich los. Okay. Verkehrte Welt. Du baust Scheiße und darfst in den Puff. Und ich darf auf einer Beerdigung für dich aufräumen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Ich sehe da nur Arbeit. Wie professionell. Bring es diesmal einfach zu Ende, ja? War schon lange nicht mehr in der Kirche. Werden immer noch die gleichen Lieder trällern. Letztes Mal schon. Du wirst nicht, wer zuerst fahren darf, oder was? Kindertagen. Ja, du wirkst nicht besonders gläubig. Wegen der Beerdigungen, Tom. Es wollen alle immer das Gleiche. Auf die Familie zielen und abdrücken. Irgendwann gab es so viele Beerdigungen, dass ich nicht mehr hingegangen bin. Sie sind verdammt langweilig. Schade eigentlich. Bist jedenfalls immer passend dafür angezogen. Sehr witzig, Tom. Schreib dir den auf. Danke. Mach ich. Ja, der war gut. Kann man sich merken. Hochzeiten wiederum sind weniger langweilig. Da würde ich hingehen. Arbeitest du daran? Schätze schon. Gut. Polly kriegt es sowieso nicht hin. An dem würden die Bräute selbst nach einem Bad in Klebstoff nicht hängen bleiben. Er wird eine finden. Tom, seine eigene Mutter hat es aufgegeben. Und du solltest es auch tun. Ach. Man sollte es nie aufgeben. Oh. Pauli hat doch ein gutes Herz. Der findet bestimmt eine. Passt mal auf. Vom Auto. Alter, die sind so... Kranke darüber. Wir sind da. Einfach auf die Straße. So. Ich richte der Familie dein Beileid aus. Viel Glück, dir auch. Ciao, bello. So. Dann wollen wir mal gucken, was uns hintreibt hier. Ich hab mich nicht verfahren, ich weiß, wo ich lang muss. Navi sei Dank. Wir fahren jetzt in den Puff.
Nanu wird's lustig. Hallo, machst du Muff? Du benimmst dich da drin, okay? Natürlich, Arnie. Boah, aber so siehst du auch so ein bisschen aus wie der grüne Gnome von Spider-Man. Bloß noch ein bisschen älter und vielleicht ein bisschen muskulöser im Gesicht. Hallo, Hübscher. Hallo, Zuckerpuppe. Ein Zimmer kriegst du nur mit einem Kerl. Ja. Okay. Du kennst die Regeln, Dottie. Guten Tag, junger Mann. Kann ich helfen? Muss mit dem Manager sprechen. Einer unserer neuen Partner? Er ist in der Lounge, durch die Bar, nicht zu verfehlen. Dankeschön, der Herr. Was ist denn eigentlich mit der hier? Können wir die nochmal anquatschen? Interesse an Drinks? Oder Mädchen? Oder beidem? Ein Mädchen. Und ich muss mit dem Manager reden. Ein Mädchen kann ich dir besorgen. Komm. Sucht dir eins aus und ihr könnt euch oben besser kennenlernen. Keine Eile. Nimm dir einen Drink. Entspann dich und genieße es. Hey, guten Tag, Sir. Guten Tag. Sag, wenn du soweit bist. Kennen Sie eine Michelle? Ich kenne nur die Mädchen hinter Ihnen, Sir. Das sind die einzigen, die verfügbar sind. Okay, danke schön. Wer bist du? Ich muss mit Michelle reden. Du kannst nur die Mädchen haben, die hier sind. Such dir eins aus und mach keinen Ärger. Warum kaufst du mir nicht einen Drink? Weil ich eine andere Lady suche. Kennst du Michelle? Sag mir nichts, Baby. Ich bin neu hier. Mit der kann ich nicht sprechen. Komm schon, Schätzchen. Wie soll ich ohne dich meine Miete zahlen? Du bist ziemlich nervös. Aber ich kann dich an die Hand nehmen. Ich suche Michelle. Kennst du sie? Ja, sie ist hier die Beliebte. Mach einen Termin bei dem Typen an der Rezeption. Auf Michelle muss man warten. Okay, danke schön. Und tut mir leid, du bist nicht mein Typ. Wir erst mal gucken hier. Wer soll ja der Manager sein? Hallo, kann ich mit ihm noch reden? Oh, was heißt ein Kuh? Brauche ich den dann um? Nee, das will ich jetzt nicht riskieren. Die Freundschaft zwischen dem Corleone und der Morello-Familie wird lange und fruchtbar sein. Gehören Sie zu den Morellos, Sir? Nein. Kann ich Ihnen helfen? Ich wollte mal aufs Klo gehen. Ich gehe dann mal wieder. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte hier an dir vorbei. Du hast die Statur wie der Pinguin, ey. So, Minium, ich kann bei dir einen Termin für Michelle machen, wurde mir gesagt. Sonst noch was? Ist Michelle heute da? Mal sehen. Na, wie sieht's aus? Ist sie da oder nicht? Ja, sie hat aber zu tun. Oh. Wenn du darauf wartest, dass Michelle runterkommt, wird sie nicht. Sie ist den ganzen Tag gebucht. Die Tür auch wieder zumachen? Kann ich mich hier irgendwie umziehen oder so? Das wäre cool. So, Hitman-mäßig. Wer sind diese Neuen, die hier das Sagen haben? Der Manager muss nett zu seinen neuen Freunden sein. Wie kommt's? Wenn deine neuen Freunde Kanonen haben, dann bist du nett. Irgendwie Klamotten, ey. Das wäre jetzt so geil, wenn ich mich umziehen könnte. Der steht jetzt bestimmt da, oder? Lesen. Warte mal, Michelle, Zimmer 208, ganzer Tag.
bin schon weg. Downtown 1702. Ist ihm egal. Er will, dass du herkommst. Ich muss ihn zum Arzt bringen. Stirbt er? Dann ist es egal, du musst herkommen. Lass ihn bei der Nachbarin, wenn es nötig ist. Du bist sein bestes Mädchen und er sagt, er braucht dich hier für die neuen Jungs, die ihn beschützen. Egal, wie krank dein Sohn ist, du musst herkommen und arbeiten. Dann gehen wir mal hoch, Zimmer 200. Hör mal zu, wenn du zurück an die Ecke 6. und Maple willst, dann bitte. Du hast mir erzählt, wie es da war. Pelzmantel und Autos anblinzeln. Noch ein Sir. An der Straßenecke hilfst du ihm nicht. Lass ihn bei der Nachbarin. Mach schnell und bete, dass er nicht schnallt, dass du spät dran bist. Ich pass auf, aber nicht ewig. Deine Entscheidung. So, wir sind da. 208 ist nämlich genau auf der anderen Seite drüben. Michelle? Was willst du? Heißt einer deiner Stammkunden Sam? Vielleicht. Viele Kerle heißen Sam. Du kennst ihn. Arbeitet für Don Salieri. Vielleicht hat er dann und wann Geschäftliches ausgeplaudert. Und vielleicht hat dir Don Morello Geld für Informationen gegeben. Nein, Sam vertraut mir. Ich sage nichts, das weiß Nun, er. Nun, Herr Don verliert viel Geld, weil jemand die Klappe nicht halten kann. Ich habe nur mit ein paar von Morellos Mädchen getratscht. Es war keine Absicht. Entschuldigung, ich werde nie mehr etwas ausplaudern. Ich weiß. Entschuldigung. Tut mir so leid. Du hast Angst, ne? Gut. Vergiss nie, wie sich das anfühlt, solche Angst zu haben. Nur einen Schritt vom Abgrund entfernt zu sein. Denn wenn du dich je wieder in dieser Stadt blicken lässt, finden sie dich mit zwei Kugeln im Kopf. Hast du das kapiert? Du hast Glück, Sam hat ein großes Herz. Zieh dich an und hau ab, der Laden geht gleich hoch. Danke. Komm nie zurück und wir sind quitt. Naja, ob das die richtige Entscheidung war, die laufen zu lassen, erfahren wir in der nächsten Folge von Mafia. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine Bewertung da. Haut rein, bis zum nächsten Mal.